Wir fangen an mit dem einfachsten, Pin-Diode. Ist immer dankbar, wenn du das aufzeichnen sollst. Dafür wird da auch ein bisschen mehr immer nachgebohrt. Zumindest in den Prüfungen, wo ich immer war. Wir zeichnen zuerst das Topologiebild. Fängt immer an mit einem Kasten. Metallische Kontakte, immer gerne etwas dicker. Strich mit einem Nupsi. Gut, da muss ich entscheiden, wie rum du das aufzeichnest. Und ich würde empfehlen, wir reden ja immer von PN-Übergängen. Zeichnest du oben das P-Gebiet, dann das schwach dotierte N-Gebiet. Und am Ausgang das stark dotierte N-Plus-Gebiet. Dann die Frage, wozu brauchst du das? Wozu gibt es dieses schwach dotierte Mittelgebiet? Dann sagst du, um die große Sperrspannung aufzunehmen. Wenn das Bauteil aus ist, also sperrt, dann nimmt dieses Gebiet mit der Weite WB im Wesentlichen die Spannung auf. Also deswegen ist der Bereich ja auch länger als die anderen. Dann kommt immer die Frage, wo liegt Plus und wo liegt Minus an? Ist ein bisschen schlecht formuliert von dem Prüfer dann, weil du kannst im Grunde genommen anlegen, was du willst. Aber worauf er eigentlich hinaus will, ist zu wissen, wo du da im normalen Anwendungsfall, in welche Richtung du eine positive Spannung anlegst, wenn du das Bauteil normal betreiben willst. Wir sprechen immer von PN-Übergängen. Wenn das Bauteil an sein soll, dann legst du hier eine positive Spannung an plus und das Potenzial hier ist im Verhältnis zu dem Pluspotenzial geringer. Man kann es auch noch bezeichnen, Eselsbrücke plus erster Buchstabe im Alphabet, A für Anode und K weiter hinten, K für Kathode. Und dann das Schaltsymbol, richtig rum dazu aufgezeichnet, PN, also von oben nach unten. Strom fließt dann hier in die Richtung. Kannst ja noch I daneben schreiben. Dann die Ausgangskennlinie, lässt ja genug Platz, weil du benutzt nicht nur den ersten Quadranten. Erst den Graphen zeichnen, dann als zweiten Schritt direkt die Achsen beschriften. Hier dein I, was du auch hier schon eingezeichnet hast. Und dein U, Spannungsabfall über dem Bauteil. Kannst ja definieren, wie du willst, aber wir haben jetzt gesagt, hier das Plus, hier ist Minus, also von da nach da. Manchmal wird es auch noch nicht so generell, sondern speziell zu I, F für Forward und UF für Forward betitelt. Gut, dann hast du irgendwo deine Schwellenspannung, US. Denn das Ganze ist ja ein bipolares Bauteil. Ich habe hier einen PN-Übergang, der maßgeblich beim Leiten mitarbeitet. Wir zeichnen das jetzt ein für Raumtemperatur. Das hier ist unser Spannungsabfall. Und je höher der Strom ist, desto größer wird auch unser Spannungsabfall über dem Bauteil und desto mehr Verluste erzeugen wir. Leitverluste sind das. DU durch DI, das ist unser differenzieller Widerstand. Jetzt haben wir das, ist unsere Diode am Leiten und wird mit der Zeit immer heißer. Was passiert jetzt mit US? Wird US die Schwellenspannung größer oder kleiner? Wird unsere Steigung hier, unser differenzieller Widerstand, wird der größer oder kleiner? Worauf wir uns einigen können, ist das US. Ich male das hier mal rot ein, US bei T größer als Raumtemperatur. Das wird auf jeden Fall kleiner. Ist ja schon mal gut. Unser differenzieller Widerstand, da muss man jetzt aufpassen, der kann nämlich größer oder kleiner werden. Das kannst du in der Prüfung dann quasi definieren, was du da gerade für eine Diode hast. Aber ich würde ihn jetzt nicht genauso steil zeichnen wie bei Raumtemperatur. Als nächste Frage wirst du gefragt, warum, aber du bist noch nicht fertig mit deinem Graphen. Denn man kann ja auch hier gegenüber dem Punkt ein positives Potenzial anlegen und dann befindest du dich im Sperrbetrieb. Die Preisfrage hier, wie in was von der Größenordnung ist US? Und dann sagst du, dass US idealerweise ungefähr oder kleiner 1 Volt oder sowas sein sollte. Bei Silizium ist eine Hausnummer für US 0,7 Volt. Merken. Die Spannung, die du damit halten willst in der Leistungselektronik, bewegen sich natürlich jetzt in einem viel größeren Bereich. Deswegen hier dieses Zeichen, um zu verdeutlichen, da ist noch sehr viel Platz, den wir jetzt hier auf dem Papier nicht haben. Raumtemperatur zum Beispiel so. Dieser Spannungsabfall hier ist die Durchbruchspannung. Du kannst die Spannung natürlich nicht beliebig hoch machen, machst sie zu hoch, bricht das Bauteil durch. Also als Antwort, was für einen Bereich UBR ist, sagst du, einige 100 Volt bis einige Kilovolt sind gute Hausnummern für die Leistungselektronik. Und das hier, das ist jetzt der Strom. Es kommt natürlich auf das Bauteil jetzt an. Also da habe ich jetzt noch nie so Fragen dazu gehört, wie viel Strom das Bauteil führen kann, hängt natürlich immer von der Art und vom Package ab, für ein TO247 vielleicht. Hier 50 Ampere oder sowas ist nicht so wichtig, weil das ist echt individuell. Aber hier, das ist der Sperrstrom. Preisfrage, wie groß ist der Sperrstrom? Möglichst klein, also auf keinen Fall Milli. Wenn du da 600 Volt anliegen hast und hast dann da Milliampere Sperrstrom, dann raucht er dein Bauteil ab. Mikro, Pico. Jetzt wird das Bauteil warm. Sperrstrom wird größer und UBR auch. Jetzt wirst du gefragt, warum ist das so? Du erinnerst dich an deine Formeln. Fängst erstmal an mit Temperatur steigt, daraus folgt. US wird auf jeden Fall kleiner. RE kann kleiner oder
größer werden. Je nachdem, welcher Effekt dominant ist. Das mit dem US, erinnerst du dich an deine Formel von eben? Welche war das? Ah ja, die jetzt hier nicht zu sehen ist. Hier. US ungefähr UD gleich UT. Temperaturspannung mal LN. A mal ND durch NI. Quadrat. T steigt, daraus folgt. UD sinkt auf jeden Fall. Kommen wir zu den Begründungen für den Bahnwiderstand. Es könnte so eine Diode sein, bei der das bewegt. T steigt, daraus folgt Trägerlebensdauer. Können RE hier auch mal einzeichnen. U gleich R mal I. URI. Das ist diese physikalische Begründung hier. Haben wir gar nicht gesehen, was? Muss ich mal ein bisschen hier nach oben schieben. Temperatur steigt, daraus folgt mittlere freie Weglänge sinkt. Daraus folgt wiederum RE würde größer werden. Das ist die passende Formel dazu. Jetzt müssen wir noch das Sperrverhalten begründen. Temperatur steigt, daraus folgt E-Sperr. Steigt ebenfalls. Das haben wir hier gar nicht so eingetragen. Ne? Kann man ja mal nachträglich machen. E-Sperr. Und als Hausnummer alle 10 bis 15 Kelvin verdoppelt sich der Sperr. Strom. Durchbruchspannung. T steigt. Daraus folgt UBR. Wird ebenfalls größer. Da in diesem Betriebszustand bei eher geringen Strömen, also U-Sperr, sehr viel kleiner als Milliampere. Und hier haben wir Ströme im Bereich von einigen bis einigen 10, vielleicht sogar 100 Ampere. Und das hier ist ein sehr, sehr kleiner Strom. Da überwiegt der Effekt wieder, dass die mittlere freie Weglänge sinkt. Ich habe also gar nicht die Chance, durch das Anlegen eines Feldes, wenn ich hier eine große Sperrspannung anlege, habe ich gleichzeitig ein großes Feld angelegt, da großartig freie Ladungsträger zu erzeugen. Aus der Maxwell-Gleichung kann man sich dann nochmal U gleich E mal dx dazu schreiben. Also Spannung, in diesem Fall UBR, das Integral des elektrischen Feldes mal der Länge des Bauteils. Daran sieht man auch, wenn ich eine höhere Sperrspannung oder auch Durchbruchspannung haben will, dann muss ich ein längeres, dickeres Bauteil bauen. Wenn ich allerdings wenig Durchlassverlust haben will, dann möchte ich es möglichst klein halten. So, nochmal ein Übersichtsbild zur Diode. Damit sind wir mit der Diode durch. Wir haben die jetzt zuerst gezeichnet, weil wir auch für die späteren Bauteile da einiges ableiten können, weil es ist ja nichts anderes als hier PN-Übergang.